Deutschland ist ein Standort der Hochtechnologie, was das Super C genannte Gebäude der Technischen Hochschule Aachen eindrucksvoll symbolisiert. Doch wo Spitzentechnik produziert wird, ist auch das Lohngefüge hoch. Und deshalb ist die Sorge berechtigt, dass auch in Zukunft Arbeitsplätze aus Deutschland abwandern. Der Exzellenzcluster Integrative Produktionstechnik für Hochlohnländer erforscht in Aachen, wie Produkte in Ländern wie Deutschland auch zukünftig wirtschaftlich hergestellt werden können. Das Schlüsselwort unseres Exzellenzclusters bedeutet Integrativität. Integrativität in Modellen, Prozessen und Produkten, die nachhaltig dafür sorgen, dass die Wettbewerbsfähigkeit in Hochlohnländern innerhalb der Produktion gestärkt wird. Geforscht wird auf vier Feldern: individualisierte Produktion, Produktionssysteme, die virtuell sind, hybrid und selbstoptimierend. Die individualisierte Produktion ist ein schon existierender Trend. Kunden kaufen immer stärker nur die Produkte, die genau ihren Vorstellungen entsprechen, sind allerdings nicht länger bereit, dafür mehr zu zahlen. Die Antwort darauf liefert moderne Produktionstechnik, die den gesamten Produktentstehungsprozess sowohl in der realen als auch digitalen Welt umfasst. Beispiele für individualisierte Industrieprodukte sind maßgefertigte Hydraulikkomponenten, Produkte der Zahnmedizin oder Knochenimplantate, die nach den individuellen Patientendaten am Computer entworfen und dann als Einzelstück gefertigt werden. Die Wissenschaftler vom Aachener Exzellenzcluster forschen an 20 Teilprojekten und ebenso viele Institute aus den Fachgebieten Produktionstechnik und Materialwissenschaften sind beteiligt. Geballtes Fachwissen. Diese Werkzeugmaschine wird zum Beispiel in der Turbinenproduktion industriell eingesetzt. Unerwünschte Schwingungen im letzten Arbeitsgang, dem Schlichten, beeinträchtigen die Oberfläche des Bauteils. Doktoranden des Clusters messen in Versuchen, was physikalisch beim Schlichten in der Werkzeugmaschine genau passiert. Um die Arbeit komplizierter Werkzeugmaschinen schon am Modell optimieren zu können, werden virtuelle Maschinen entwickelt, wie diese Simulation einer Fräsmaschine. So ist es möglich, die langwierige Parameteroptimierung beim Einfahren von Maschinen nahezu vollständig am Computermodell durchzuführen. Kostbare Ressourcen werden hierdurch nicht unnötig blockiert und stehen für die Wertschöpfung zur Verfügung. Und das ist auch das wirklich Neue. Das heißt, bisher werden Fertigungsverfahren einzeln simuliert. Und weil das so ist, kann man die Wechselwirkung zwischen den einzelnen Fertigungsverfahren, die dort in Realität vorherrschen, nicht berechnen. Und wir können das im Exzellenzcluster machen. Und aus diesem Grund sind die Simulationsergebnisse, die wir erreichen, sehr viel besser, als wie es bisher der Fall ist. Fertigungstechnologien haben ihre Grenzen. Man kann nicht jedes Bauteil herstellen, so wie man das eigentlich möchte. Diese Grenzen zu überwinden, ist das Ziel des Forschungsfeldes hybride Produktion. Das heißt, wir kombinieren verschiedene Fertigungsverfahren miteinander, die bisher so noch nicht kombiniert wurden. Das kann man ganz schön am Beispiel der inkrementellen Blechumformung demonstrieren. Das heißt, wir erwärmen mit einem Laserstrahl, das ist die zusätzliche Technologie, den Punkt der Umformung bei der inkrementellen Blechumformung. Und so können wir Werkstoffe umformen, die bisher nicht umformbar waren. Die Diplom-Ingenieurin Barbara Odenthal vom Institut für Arbeitswissenschaft leitet das Forschungsprojekt Kognitive Steuerungseinheit. Auch moderne Produktionsmaschinen besitzen keine Intelligenz. Sie können nur genau die Schritte machen, die man vorher programmiert hat. In der kognitiven Maschine dagegen muss nur noch das Endprodukt als Ziel vorgegeben werden, hier beispielhaft als Turm aus Legosteinen dargestellt. Mit dem neuartigen Visualisierungssystem wird die virtuelle Zielvorgabe mit dem realen Bild der Produktion verglichen. Wir versuchen hier Intelligenz der Maschine durch diese kognitiven Fähigkeiten zu vermitteln, sodass ein Zielzustand übergeben werden kann und die Maschine denkt sich selbst den Weg aus, um dieses entsprechende Objekt zu montieren. Kognitive Systeme ähneln in ihrem Aufbau dem menschlichen Gehirn. Die Aachener Wissenschaftler arbeiten an der Optimierung von Montagesystemen, wie sie beispielsweise in der Automobilindustrie eingesetzt werden. Ziel ist es, die Arbeit von Robotern so selbstständig wie möglich zu machen. Doch der Mensch, der den Produktionsprozess überwacht, muss erfahren, was die Maschine denkt. Für die Robotersteuerung ist es natürlich wichtig, dass der Mensch versteht, was die Intention des Roboters ist. Der Roboter von morgen programmiert sich also selbst. Um schnell verstehen zu können, was im Computerhirn passiert, wird die Denk- und Ausdrucksweise der Maschine dem Menschen angeglichen. Um diese Programmierung dem Menschen verständlicher zu machen, verwenden wir jetzt in der Implementierung Begriffe, die an den menschlichen Bewegungsapparat erinnern oder an dem entlehnt sind. Das heißt, der Roboter kann hinlangen, greifen, positionieren. Somit ist es für den Mensch verständlicher, was der Roboter gemacht hat.
Ziel des Aachener Clusters ist es, die Mechanismen der Kognition grundlegend zu erforschen und in die industrielle Anwendung zu überführen. Wir haben vielfältige, interessante Ergebnisse bereits erzielen können und diskutieren dies auch ausführlich mit der Industrie, sodass wir sagen können, dass erste Impulse aus unseren Arbeiten bereits als Transferinformation in die Industrie geflossen sind und wir die dort gemeinsam mit der Industrie auch umsetzen. Der Aachener Exzellenzcluster, ein Ansatz, den Produktionsstandort Deutschland zu stärken.